Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Sektion Radioverbot mit Niklas, der heute für Benny einspringt. Schön, dass du dabei bist. Und jetzt gleich werfen wir euch rein, mitten in ein Gespräch mit uns beiden und Davy Selke. Ja, dem Davy Selke. Und dann werde ich irgendwann versuchen, nochmal eine Anmoderation zu machen. Aber da habe ich euch nicht erzählt, warum Benny nicht dabei ist. Deshalb gibt es zwei Anmoderationen. Das gibt es nur bei Sektion Radioverbot. Zwei Anmoderationen und Davy Selke. Viel Spaß damit. Ich hatte am Anfang immer so von Deichmann einfach diese mit dem V, weil ich die immer so schnell kaputt gemacht habe, so 20 Euro. Ich hatte damals von Patrick, diese Aldi-Marke, da war immer drauf, von Uli Hoeneß empfohlen auf der Packung. Wirklich? Ja, das gab es damals, den Slogan, Uli Hoeneß empfohlen, die Aldi-Schuhe. Von Crane, Crane hieß die Marke, so war das. War nicht schlecht. Das, weißt du, was wir jetzt machen? Wir benutzen das als Anmoderation. Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge Sektion Radioverbot mit Niklas Hellbach und Davy Selke. Hey, schön, Servus. Dass du dabei bist. Hallo. Ja, Freunde, ihr habt schon gesehen, es liegt schon ein bisschen was auf dem Tisch. Wir reden heute am Anfang mit Davy mal über den neuen Puma Future Flash. Und wir haben ja schon mal am Telefon ein bisschen vorher gequatscht. Und eine Sache, die mich immer interessiert hat, ist, wie viel hast du mit dem Schuh zu tun? Wie läuft es ab? Ab welchem Punkt bist du eingebunden? Was gibst du für ein Feedback? Wie muss ich mir das vorstellen von Spielerseite aus, bis du den Schuh erstmal in der Bundesliga auf dem Feld hast? Wir haben ja bei Puma Leute, die sich darum kümmern, aber ich kann nur von mir aus sagen, wie ich den Schuh gerne haben will, in welcher Passform ich ihn haben will, Feedback vom Schuh davor geben. Ich glaube, das macht Puma immer sehr, sehr gut, setzen immer unsere Wünsche gut um und jetzt zum Beispiel der Schuh gefällt mir einfach auch optisch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Mhm. Bist du, das gerade gesagt, Passform? Bist du jemand, mit der so die hohen... Ich zum Beispiel bin jetzt jemand, der eher die Socke eher flacher hat. Ja. So, und mir ist wichtig, dass der Schuh schmal ist, dass er eng am Fuß liegt. Und ich trage ihn auch immer ein bisschen kleiner. Und es wird immer super angepasst. Du trägst mit Absicht eine Nummer kleiner? Ja, so eine halbe Nummer kleiner auf jeden Fall, weil ich mag es ein bisschen enger. Ich glaube, also, einer mag ein bisschen größer, einer mag ihn ein bisschen enger, ich mag ihn ein bisschen enger. Ich stimme dabei zu, dass ich finde nichts schlimmer, als wenn du vorne so einen halben Zentimeter hast. Genau. Das mag ich auch. Wenn du schon wenig Ballgefühl hast, dann musst du das Ding muss sitzen. Ja, weil dann bleibst du auch noch hängen, weil sonst siehst du noch aus wie ein Vollidiot. Ja, ja. Ja, das stimmt schon. Aber was bist du? Du trägst richtig klassische Schuhe, oder? Ich habe immer Copa Mundial gespielt, die alten mit Känguruleder. Also klassisch, das, klassisch. Ja, ganz klassisch, so Klose-Style, so ein bisschen. Ja. das heißt, bei dem jetzt zum Beispiel, dann hast du, wenn du denn jetzt den Schuh, den du nachher trägst, wird der Maß angefertigt, nehmen sie deinen Schuh, deinen Fuß und dann wird genau auf den Millimeter alles angepasst. Ja, also meiner, den ich jetzt dann am Ende trage, ist nicht regulär, der wird dann schon angepasst, wird ein bisschen enger gemacht meistens und der passt dann eigentlich perfekt so und der Colorway, muss ich sagen, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ja, habe auch schon Props bekommen von den Jungs bei mir in der Kabine, muss ich sagen, also der kam echt gut an. Ist das ein großes Thema? Ja, das ist schon immer Thema, also auf jeden Fall einfach mal erstmal die Farbe dann und muss ich sagen, die kam sehr gut an. Werden auch mal Schuhe zerrissen, wenn jemand neue hat? Ja, das kommt auch mal vor. Ne? Natürlich kriegst du nicht nur Props, manchmal kriegst du auch einen mit, aber in diesem Fall ist gut gelaufen. Ist sehr gutes Feedback, muss ich sagen. Ja. Du hast ja gerade eben schon drüber gesprochen, über das Material und über den Vorgängerschuh. Was ist denn jetzt wirklich der große Unterschied zu dem Vorgänger, den du bis jetzt getragen hast? Was ist für dich der große Unterschied? Vor allem das Obermaterial, würde ich sagen. Das Material ist meiner Meinung nach ein Tick weicher. Ich finde, er ist auch schmaler geschnitten als Vorgängermodell und deswegen finde ich ihn sehr, sehr gut. Das ist immer eine Sache, wo ich mich mal so ein bisschen frage, ist wirklich, weil ich frage mich immer am Ende des Tages, okay, wie viel kann es wirklich Unterschied machen, wenn du den jetzt in deiner Größe kaufst und sagen wir für dich dann ein bisschen kleiner? Ja. Also ich kaufe den im Laden in meiner Größe, ich ziehe den an und denke, okay, der sitzt gut. Genau. Wie viel Unterschied macht es wirklich, wenn der auf dich noch angepasst wird? Ach, schon deutlich, finde ich. Ja? So, also auf dem Niveau, auf dem ich spiele, ist schon auf jeden Fall, da kommt es manchmal einfach so, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch ein bisschen Kopfsache, aber ich finde es schon immer sehr, sehr wichtig, dass der dann wirklich so sitzt, dass du einfach ein gutes Gefühl hast. So, ich bin so ein Mensch, ich brauche im Training damit ein gutes Gefühl. Die Bälle müssen sitzen so und deswegen bin ich immer sehr zufrieden, so wie er angepasst wird. Wann fängt das an? Wann kriegt man seinen ersten angepassten Schuh? Also zum Beispiel damals habe ich mir da gar nicht einen Kopf gemacht. So, auch noch in der Jugend so habe ich einfach wahrscheinlich auch teilweise viel, viel zu große Schuhe gespielt. Aber irgendwann mal, ich weiß nicht, umso höher es dann geht, umso mehr macht mich einfach da auch einen Kopf, dass man einfach ein gutes Gefühl hat und weil man aber auch wirklich auf jedes Detail achtet. Ne? Wahrscheinlich schon, ja. Ne, bei dir ist ja auch Ernährung ein großes Thema. Ja, und ja, genau. Man optimiert ja, wo man kann. Genau. Und dann willst du halt nicht an deinem Werkzeug am Ende des Tages sparen. Wahrscheinlich schon, ja. Wahrscheinlich auch ein bisschen Kopf. Man will sich einfach gut fühlen, weil am Endeffekt einfach auch Nuancen nochmal entscheiden.
Wenn ich dir morgen bei euch in der Kabine einbreche und dir einen anderen Schuh da hinstelle, selbe Größe, also ne, nicht angepasst, merkst du es? Würde ich merken, glaube ich. Ja? Würde ich wirklich merken. Würde ich merken. Weil ich hatte ja davor schon mal einen regulären und das war schon ein deutlicher Unterschied zu dem, wie er dann angepasst war. Soll ja jetzt designt worden sein mit, vor allem Agilität ist ein großes Thema, ne? Auch in deinem Spiel. Bei dir ist ja, kann man glaube ich schon sagen, für die Größe eine ordentliche Endgeschwindigkeit da, ne? Agilität also schon ein Thema. Agilität schon ein Thema, ich versuche es halt immer auf den Platz zu bringen und ja, das passt glaube ich ganz gut zum Schuh. Ich habe heute im neuen Fußballmanager geschaut, da haben sie dir eine 18 Endgeschwindigkeit gegeben. 18? 18 von 20. Okay. Von 20. Ist okay. 13 Antritt. Ja. Letztes Jahr auch hier die Team of the Week hatte, glaube ich, irgendwie 81 Tempo oder sowas drauf gehabt. Also ja, das war okay. War ja? Okay. Ja? Ist wirklich okay? Ja, jetzt, ich glaube, in meinem Raum ist okay. Ist okay. Ich hätte mir natürlich ein bisschen mehr gegeben, aber das ist immer so. Wir, und das ist jetzt für euch wieder, werden diesen Schuh verlosen. Der wird er nachher noch unterschreiben für uns. Dann wird er verlost. Ich sag's euch jetzt schon mal, den Link findet ihr hier unten. Aber klickt vielleicht nicht sofort drauf, denn wir reden jetzt noch ein bisschen weiter und dann seid ihr weg. Okay? Also dranbleiben. Wir wollen natürlich auch noch ein bisschen über deinen Verein reden, über Hertha BSC. Es ist, kann man glaube ich sagen, eine der wichtigsten oder größten Umbrüche in der Geschichte von Hertha BSC. Es gibt viele Themen. Was ist denn bei euch so, was habt ihr für eine Vision langfristig? Wo wollt ihr hin mit Hertha? Ich glaube einfach, dass wir in einer tollen Stadt leben, dass Hertha ein Traditionsverein ist und langfristig wollen wir einfach den Club dahin bringen. Wenn man überlegt, dass in den letzten Jahren auch schon mal in der zweiten Liga vertreten war, der Club, wollen wir einfach ihn stabilisieren und ja, immer in der ersten Tabellenregion auf jeden Fall eine gute Rolle spielen. Und das heißt auch, dass wenn man ein gutes Jahr hat, dass man dann international spielt. Und ich glaube, so grob in die Richtung will sich der Club entwickeln. Und ich glaube, das passt auch ganz gut, einfach weil das Potenzial so enorm ist hier. Ich glaube, da stimmt es auch zu, Niklas. Aktuell finde ich, dass euer Kader besser ist als die Tabellensituation. Ich finde, dass Hertha schon einen der besten Kader hat. Also nicht einen der besten, wir reden jetzt nicht von Dortmund und Bayern ja, natürlich. Ne? Ja, ja, aber ich glaube, es stimmt schon, hast schon recht. Also wir haben, glaube ich, schon eine Menge Potenzial einfach im Kader und stehen momentan nicht an der Stelle, wie wir uns das vorstellen. Aber ihr seid ja ganz guter Dinge, dass ihr da rauskommt? 100%. Wir, sage ich ganz ehrlich, wir kritisieren ganz gerne das Olympiastadion. Ne? Okay. Und ich vor allem sehe es nur aus Gästefansicht immer. Okay. Und da bin ich kein großer Fan. Okay. Ist das ein Thema in der Mannschaft, Stadion? Nicht so extrem. Aber natürlich, wir haben Top-Fans, wir haben laute Fans. Und ich glaube, wir hätten nichts dagegen, wenn die ein bisschen näher an uns dran wären. Das ist nämlich meine große These. Ich sage, jetzt würde ich gerne Dickers Meinung dazu mal hören, weil der auch sich mit Fankurven ganz gut auskennt. Ich sage, tue ich das? Ja, zumindest beschäftigst du dich damit ein bisschen. Ich behaupte, dass wenn Hertha in einem Stadion spielt, in dem 30.000, 40.000 Leute reinpassen und die direkt dahinter schießt, dann sage ich, ist das eine der 5, 6 lautesten Kurven in Deutschland. Das glaube ich wirklich. Gehe ich mit. Und jetzt tut man die ganze Zeit so, als wäre das keine gute Fankurve. Und das ist einfach Quatsch. Wenn du da gegenüberstehst, denkst du... Du kannst es in jede Stadt stellen, das Stadion, und da schafft es keiner, eine bessere Stimmung hinzuzaubern, als es jetzt gerade ist. Es geht einfach nicht. Von den Möglichkeiten einfach nicht möglich. Ob es in Dortmund steht, ob es in Liverpool steht, das ist komplett egal. Wenn jetzt du Anfield Road nach Berlin taust, dann hast du plötzlich auch eine Dichte drin und eine Atmosphäre. Das ist einfach architektonisch nicht machbar. Es geht darum, dass einfach die Fans näher dran sind. So, und umso näher sie dran sind, umso mehr Akustik bekommen wir. Ich glaube, wir haben gute Fans, was Lautstärke angeht. Das merken wir auch mal auswärts, deswegen... Ich glaube, ich würde schon einiges ausmachen. Das ist nämlich auch was. Hertha ist Top 5 der auswärtsfahrenden Fans in ganz Deutschland. So, ne? Echt? Ja. Also das sind immer so, wenn du Statistiken siehst, dann denkst du immer so, wo habt ihr das jetzt her? Aber online, wenn du nachguckst, ist Hertha immer weit vorne dabei bei den meisten auswärtsfahrenden Fans. So. Bayern ist immer Nummer 1, weil die überall Fans haben einfach. Die fahren nicht auswärts, die leben da. Ja. Aber Hertha ist immer vorne dabei. Krass. Du bist ja in deiner Karriere gemäß am Alter relativ weit rumgekommen schon. Ja, ich habe schon ein paar Stationen gehabt. Gab es mal irgendeinen Punkt, wo du gesagt hast, ja, das war vielleicht eine Fehlentscheidung, das war vielleicht nicht der richtige Schritt, oder bist du soweit? Nee, ich würde alles, wie es jetzt war, genau wieder so machen. Klar, das eine ist erfolgreicher gelaufen, das andere nicht. Aber ich glaube, ich habe meine Schlüsse daraus gezogen und ich glaube, es gehört auch dazu. Ich glaube, nur wenn alles positiv gelaufen wäre, nur steil bergauf, dann wäre es auch langweilig. Ich habe meine Schlüsse daraus gezogen und weiß, was in der Zukunft, glaube ich, geht und was nicht. Was geht denn? Was geht ist zum Beispiel ein Verein, der auf mich baut, wo ich mich gut fühle, wo ich mich wohlfühle. So, und was nicht geht, ist das Gegenteil davon. Verständlicherweise. Ja. Was würdest du sagen, wo du bis jetzt am meisten, was hat dich am meisten geprägt bis jetzt? Wo hast du am meisten mitbekommen in der Profikarriere? Also ich glaube, wenn man jetzt alles sehen oder alles mal ein bisschen betrachtet, glaube ich, dass ja, Werder war einfach so mein erster Schritt. Die haben als erstes auf mich gebaut, haben mir die Chance gegeben. Ich glaube, das bleibt immer im Kopf von dem Jungen.
Es war eine sehr, sehr gute Saison für mich dort. Habe ich immer positiv in Erinnerung. Einfach auch die Leute, der Support dort. Und jetzt hier in Berlin, das alles zusammen, der Verein, die Stadt, der Mix daraus ist schon top. Und ich fühle mich sehr, sehr wohl hier. Und deswegen ist es hier in Berlin auch sehr schön, muss ich sagen. Wolltest du was fragen, Niklas? Oder? Ob man dann auch so, weil man ist ja auch so, also jeder normale Mensch will ja irgendwo irgendwann so ein bisschen sesshaft werden und sagen, hier bin ich zu Hause. Mhm. Damit plant man halt auch im Kopf irgendwann, dass man sagt, ich würde gerne, also ich wäre froh, wenn das jetzt mal länger läuft oder... Ja, also Berlin ist schon eine Stadt, wo sehr beeindruckend ist. So, und jetzt mit Hertha in der Kombination, wie ich gerade schon gesagt habe, ist schon sehr attraktiv. Ich glaube, wenn man meine Freundin jetzt fragen würde, die wird direkt hier sesshaft werden, aber... Ich bin schon ein Typ, ich komme aus Stuttgart, ich bin schon sehr heimatverbunden, also ich glaube, ich kann mir auch schon vorstellen. Oder eigentlich ist fast sicher, dass ich da später auch wieder hin. Das war nicht meine Frage. Also genau. Heimat wäre Stuttgart? Heimat für mich ist Stuttgart. So, ja? Ich komme aus Stuttgart, ich bin dort auch relativ lange groß geworden und für mich ist eigentlich ganz klar, dass es wieder dahin zurückgeht. Ich will da gar nicht, will dir da nicht so nahe treten. Ich kann mit Stuttgart, aber ich frage mich immer, also ich bin kein großer Fan der Stadt einfach, aber das ist, glaube ich, immer. Ist so. Heimat so. Ja. Für mich ist halt Heimat so, aber ich höre es öfter, dass die Leute sagen, ja, Verkehr und irgendwie, ja. Es läuft alles zusammen. Und so. Ich geil, weiß, Bruder. Ich meine. Du kommst aus dem größten Kaff, wie ich zum Beispiel, aus dem letzten Dorf und trotzdem ist es so Heimat da. Ja, genau. Also, das ist halt meine Heimat. Wie heißt das Kaff, wo du herkommst, Niklas? Ich will es nicht sagen, ich will das nicht in Verruf bringen hier. Also, in Verruf bringen? Ja, das ist. In der Eifel. Lassen wir es dabei stehen, das ist in der Eifel, ja. Passenderweise, weil du schon ein bisschen in der Bundesliga unterwegs warst, kannst du das vielleicht ganz gut einschätzen. Jedes Jahr taucht irgendwann der Punkt auf, es reicht, wenn zwei deutsche Mannschaften in Europa verloren haben, dann sagt man, die Bundesliga, die Qualität der Bundesliga ist so gering. Du bist schon ein bisschen rumgekommen, du hast Junioren-Nationalmannschaften gespielt und zwar wirklich, kann man gar nicht mehr addieren, die Einsätze, da ist einiges zusammengekommen. Das heißt, du hast Fußball auf verschiedenste Qualitäten gesehen. Wie ist die Bundesliga? Ich finde die Bundesliga von der Qualität her enorm. Also ich finde auch in den Jahren ist immer stetig gestiegen, die Qualität. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man mich großartig in den Top-Ligen da verstecken muss. Kann ich mir schwer vorstellen. Ja. Ich finde schon, das Niveau ist schon top. Gibt es eine Liga, wo du denkst, wo du besser reinpasst und eine, wo du schlechter reinpasst? Ich weiß nicht, ob besser oder schlechter, aber ich glaube, die englische Liga würde von meiner Art, wie ich spiele, schon zu mir passen. So, ja. Das muss ich schon sagen. Und dann vielleicht La Liga eher weniger? Nee, La Liga und ich glaube auch die italienische jetzt nicht so unbedingt. Italienische Liga aber richtig im Kommen derzeit, ne? Ja, stimmt schon. So. Aber ich finde halt England so, weil ja auch da die Stadien so gebaut sind, weil es so eng ist. Wir hatten ein Spiel in Crystal Palace Vorbereitungsspiel, das war überragend da. Ja, ich kann mir auch vorstellen, cool. Hier ist so ein Boxing Day, schön am Regnen, spät so ein Kopfballtor und dann rein. Das ist schon cool. Du bist auch so ein Spielertyp, du könntest in England auch richtig, ne, wenn du da einfach gerade am Boxing Day und da einfach einen riesen Fight lieferst und das entscheidende Tor machst, da geht's so, ja relativ schnell. Das wäre schon cool. So ein Gesang ist schnell am Start dann, also so ein persönlicher Gesangverein, hat man da schnell abgegriffen. Hattest du schon mal irgendwo einen persönlichen Gesang? Nee, noch nicht, leider. Aber vielleicht kommt's. Aufforderung an alle Hertha-Fans, denkt euch mal was aus. Da. das muss man sich auch verdienen. Auf jeden Fall, wir wollen, das stimmt schon. Mesut Özil hat den besten persönlichen Song aller Zeiten. Den Mesut Özil's Magic, he wears a magic hat. Ich weiß nicht mehr, wie der weitergeht, aber der war so geil melodisch. Er hat so, Mesut Özil's Magic, he wears a magic hat. Echt? Da haben die englischen Fans eh so ein bisschen ein Gefühl für so diese griffigen Songs auf jeden Fall. Schön. Finde ich auch. Upsala, das war der Stift, an dem du gleich dann noch die Schuhe unterschreiben darfst. Du kannst auch übrigens währenddessen machen, wo auch immer du willst. Du weißt wahrscheinlich besser, wo man unterschreibt, als ich, wo du da Platz findest. Wir wollen gleich noch mit dir spielen. Ich habe dich vorher schon gebrieft. Bevor wir damit anfangen, wollen wir aber noch ein Thema anschneiden. Yeah. Und zwar die Nationalmannschaft. Wie gesagt, du hast alle. Hast du alle in der Juniorenmannschaft? Ich glaube, ab der U16. U15 gibt es noch, ne? Und U15 gab es noch, da war ich nicht am Start. Ja. Aber ab der U16. Einfach alles durchlaufen. War ich überall, ja. Und du hast aber auch die Möglichkeit könntest für Tschechien auflaufen? Für, Und auch für Äthiopien, wäre das so? Theoretisch schon wahrscheinlich. Ja. Jetzt mal, wie ist, du, ne, wir müssen ja nicht, man muss sich nicht verstecken, man muss nicht so tun, als hätte man keine Ambitionen in seiner Karriere. Was ist denn so deine Perspektiven? Was stellst du dir vor? Wie du schon gesagt hast, also erstmal bin ich immer ein Typ, der gerne über Sachen redet, wenn sie anstehen. So, und ich glaube, dass jetzt gerade das Thema Nationalmannschaft bei mir nicht ansteht. Aber wie du schon gesagt hast, ich habe die ganzen Jugendmannschaften durchlaufen. Sehr erfolgreich, war eine tolle Zeit da. Habe sehr viel Spaß gehabt, auch den einen oder anderen Titel mitgenommen. Natürlich ist dann schon immer von einem Nebenspieler, der hier groß geworden ist, der für die Juniorenteams gespielt hat, schon immer das Ziel, dann oben auch ganz oben anzukommen. Aber ich glaube, es ist immer dann eine Frage der Zeit dann. Ich glaube, da muss einiges zusammenkommen. Du musst in der guten Form sein. Und dann das Glück haben, einberufen zu werden. Und ich glaube, wenn das dann der Fall ist, dann
tut sich jeder deutsche Junge freuen. Und dann wäre es auch die deutsche Nationalmannschaft. Ich würde mich auch nicht dagegen wehren, auf jeden Fall. Ja, ja gut, ist ja verständlich. Aber wenn jetzt Tschechien ist bei der EM dabei, jetzt sind wir gespannt, so ein Verband meldet sich, sag mal, hör mal, nächsten Sommer EM. Wir hätten dich da eigentlich gerne mit dabei. Kommt man dann zumindest so ein bisschen ins Grübeln oder ist das so für dich komplett klar, ich würde, wenn, eigentlich nur für Deutschland spielen wollen? Ich bin Deutscher und ja, wie schon gesagt, habe hier die Teams durchlaufen. Keine Diskussion. Hat für mich schon Priorität. Ich sehe gerade U16, das Einzige, wo du nicht getroffen hast, aber auch nur ein Spiel gemacht. Ich habe aber nur ein Spiel gemacht, 20 Minuten oder so. Ich kann nachgucken, weißt du, gegen wen? Das war aber ein besonderes, ja, guck mal. Es war am 25.05.2011, oh, ja, ja, gegen... Ja. Frankreich. Richtig. Im Olympiastadion. Ne? Extremer Puls gehabt. Ja. Extremer Puls. 15 oder 16 Jahre, wie alt war ich da? Ja, und ich sehe gerade, wer war. Mit Serge Gnabry unter anderem. Ja, mit dem bist du wahrscheinlich die ganze Zeit nebenher durchmarschiert. Mit dem habe ich auch zusammen gespielt, ja. Ja. Den haben wir letzte Woche getroffen, den guten Mann. Okay. Hast du Bock zu zocken eine Runde? Auf jeden Fall. Ah, willst du anfangen? Ich habe jetzt noch zwei, Niklas. Weil wir haben, Ich bin schon gespannt. Ich habe einen von Niklas schon ruiniert. Deswegen, ja, das ist deine Schuld auch so ein bisschen. Ist richtig. Habe ich komplett zerschossen. Okay, dann fange ich an. Ihr kennt das Spiel Karriere-Bingo. Man gibt Stück für Stück Hinweise über einen Spieler und die beiden mir gegenübersitzenden versuchen zu erraten, wer es ist. Aber du errätst auch. Ich darf auch, ja. Weiß es auch ist die Competition, oder? Das ist ein Wettkampf, ja. Okay. Mal gucken. Also, ich fange an. Und warte mal, wenn der, wo es weiß, einfach raus. Schreist. Einfach raus. Okay. Ich habe 97 Länderspiele gemacht. Das letzte vor ziemlich genau 2 Jahren. 2 Jahren war. Noch kein Land gesagt. Ich habe schon einen, aber soll ich mal raushauen? Podolski? Nein. Okay. Deutlich mehr wahrscheinlich, ja? Ich habe 8 Schwestern. Boah. Einfach mal eine private Information am Rande. Warum denn nicht? So, jetzt wird es zum ersten Mal spannend. Ich habe mit Robin van Persie, Alfred Schreuder, Dimitri Payet, Deco, Franco Di Santo und Ricardo Quaresma zusammengespielt. Das ist viel zu viele Namen. Krasses Input. Ja. Soll ich den Namen nochmal sagen, ganz kurz? Dann willst du dir aufschreiben, Niklas. Mach mal, von uns hier so eine kollektive Liste. Van Persie, Alfred Schreuder, Hoffenheim-Trainer, Dimitri Payet, Deco, Franco Di Santo, Ricardo Quaresma. An dieser Stelle sage ich dir nochmal, ich habe den Namen schon so ausgesucht, dass es nicht zu einfach ist. Ich hätte es viel einfacher machen können. Di Santo, so eine schlimme Handschrift, das ist unglaublich. So. Ich habe in meiner besten Profisaison für Feyenoord 20 Tore und 11 Vorlagen gemacht, in meiner zweitbesten 16 Tore und 5 Vorlagen für den OSC Lille. 16 Tore, 5 Vorlagen, OSC Lille. Ich komme gar nicht drauf. Ja, es sind noch einige Hinweise. Lille. Mm. Es sind noch einige Hinweise. Die Santo. Ich habe die Champions League, die Premier League und jeden englischen Pokal gewonnen. Salomon Kalou. Mein nächster Hinweis wäre, ich habe für die Elfenbeinküste gespielt und bin Teamkollege von Davy Selke. Oh, krass. Warte, ich dachte nur Deutschland in der Spiele. Nein. Krass, deswegen, ich habe deswegen noch deswegen. Kein Land gesagt. Und ich habe natürlich auch richtig schwer gemacht, ne? Weil ich hätte jetzt Hertha-Spieler genommen. Ja, weil ja. Aber ich wollte mich ein bisschen weglocken. Nee, Feyenoord. Gelöst, bevor ich alle Hinweise gesagt habe. Ja. Und das ist schon, dann hast du ja schon gewonnen. Kalou, krass. Niklas. Was hast du da? Das ist ein richtiges elaboriertes Spiel vorbei. Ich habe ja einfach nur die Transferhistorie. Ja. Jetzt muss ich mir ein paar Fakten ausdenken. gut, angefangen in. Ich habe mal in Lautern in der Jugend gespielt. Ja, und er ist Lautern-Fan, muss man dazu sagen. Lautern-Fan, ja klar. Das ist, okay, ja. Und bin dann nach Wolfsburg für die stolze Ablöse von 100.000 Euro gewechselt im Jahr 2008. Also schon ein Weilchen her, ich bin schon ein bisschen was dabei. Okay. Ja, aber dann war es anscheinend nicht so gut, weil 2 Jahre später bin ich für die Hälfte vom Preis weitergezogen nach Dresden. Oh Gott, okay. Jahr später von Dresden nach Nürnberg. Alexander Eswein. Ah, guck mal hier! Ja. Aber sowas von. Hey, ich liebe das Spiel. Gutes Spiel. Gutes Spiel für euch. Okay, dann habe ich jetzt noch einen. Komm. Ja, okay, da war ich noch meilenweit von entfernt. Aber du hast auch drauf geguckt. Das sind immer nur die Vereine. Okay. Ich bin Freistoßspezialist und habe 2 Staatsbürgerschaften. Bürgermeister. Ronny. Nicht Ronny. Hat er 2? War Freistoßspezialist. Ja, das war er 2 Staatsbürgerschaften? Das weiß ich nicht. Ich habe 2 Hinweise bis jetzt gesagt und der erste stimmt schon nicht. Und du denkst, es ist Ronny. Okay. In meiner ersten Bundesliga-Saison habe ich 11 Tore gemacht. So viele danach nie wieder. Okay. Zur Saison 17-18 habe ich mal die Bundesliga verlassen. Davor habe ich in Deutschland für 3 Vereine Profispieler absolviert. Und ich sage mal an dieser Stelle, es ist kein Hertha-Spieler. Mhm. Okay. Jetzt wird spannend. Wieder mal die Reihe an Spielern. Ich habe mit Kevin Akpumguma, Timon Wellenreuther,
René Adler, Heung-min Son, Gonzalo Castro und Ante Rebic zusammengespielt. Kevin Akpunguma, Timon Wellenreuter, René Adler, Heung-min Son, Gonzalo Castro und Ante Rebic. Davon könnten manche jetzt noch Teamspieler, Mitspieler sein. 11 Tore. In seiner ersten Saison. Und danach nie wieder so geknipst. Ja. Beim nächsten Hinweis könnte es klingeln. Aber warte mal, ich hab's. José Lu. Nein. Oh! Nein. Aber der war nicht schlecht, ne? Ja, der hat auch treffen fast alle zu. In Hamburg bin ich verhasst. Bei meinem letzten Auftritt warfen die Fans Feuerzeuge und beschimpften mich. Boah. In Hamburg verhasst. Freistoßspezialist, der in Hamburg verhasst ist. Cano. Ja! Stimmt. Warte mal, Freistoßspieler hab ich vergessen. Nächster Hinweis. Komplett vorgeführt worden hier gerade. Ich habe auch nichts gelöst. Ich hab nur dir vorher schon einen weggenommen, ja, sodass es für mich nicht so peinlich sein könnte. Was habe ich gerade davor gesagt? José Lu, was aber gar nicht so schlecht gewesen wäre. Aber der ist doch keine Freistöße. Das ist richtig. Mann, ey. Das ist richtig. Nächster Hinweis wäre gewesen, ich bin in Mannheim geboren, 47 an der Spiele für die Türkei und spiele in Mailand. Und dann wäre es, glaube ich, relativ deutlich. Dann wäre ich dabei gewesen. Dann hätte es geklingelt. Ich glaube, wir werfen dich raus. Wir haben nämlich keinen mehr vorbereitet. Wir sind 20 Minuten drin, außer du willst noch ein bisschen quatschen. Ne? Ich bin gespannt. Wir wollten noch ein bisschen über die Hertha quatschen, aber wie du willst. Es ist deine Entscheidung. Du kannst es einfach so machen und dann bist du weg. Oder du bleibst noch ein paar Minuten sitzen. Wie ihr Bock habt. Also ehrlich. Wir haben Bock. Dann lass uns, weil ich würde nämlich, zu Hertha habe ich noch ein paar Themen, die mich nämlich beschäftigt haben. Jetzt ging es ja durch die Presse, man hat den Investor, man hat Jürgen Klinsmann dazu, also erstmal Investor mit Lars, wie heißt der Mann? Vergessen. Windhorst, richtig. Man hat Jürgen Klinsmann dazu bekommen. Erstmal, hat Jürgen Klinsmann schon bei euch, gibt es da Berührungspunkte? Gar nicht. Noch nicht mal gesehen? Gar nicht. Meistens ist es wirklich so, dass wir als Spieler, weil die Leute fragen uns immer, hey, erzähl mal, wie ist es und so. Und wir wissen es selber eigentlich meistens dann nur aus der Presse. So, aber so zum Beispiel Berührungspunkte gab es noch gar nicht. Mit Jürgen Klinsmann nicht. Aber lebt er schon in Berlin? Lebt er überhaupt in Berlin? Man weiß es überhaupt. Gute Frage. Wo lebt Jürgen Klinsmann? Eigentlich in Kalifornien. Frage. Oder? In L.A. Ja, eigentlich schon. Sein Sohn war doch auch Berkeley. Genau, genau. Der jetzt in Österreich oder Schweiz spielt, wo ist er hin? Du warst ja ehemaliger Teamkollege. Genau, genau. St. Gallen? St. Gallen könnte sein. Ich glaube, er ist sogar... Oder? Du hast einen Laptop. Also. Gefährliches Halbwissen. Ja, aber ich will nicht die ganze Zeit am Laptop sitzen. Ich habe jetzt auch schon angefangen, immer wenn wir hier aufnehmen, so zu drehen, damit die Leute sehen, dass ich nicht irgendeinen Scheiß mache hier. Weil Benny hat irgendwann mal vorgeschlagen, dass wir sonst eine Laptop-Cam bei mir quasi einführen müssen. Und? Er spielt bei St. Gallen. Jawohl. Ist das Stammtorhüter? Das ist der nächste Punkt eigentlich. Also. Keine Ahnung. Zwei Spiele bis jetzt im Pokal, in der Liga nicht zum Einsatz gekommen. Okay. Und wir haben uns nämlich ein bisschen überlegt, was müsste die Hertha machen, und das wollte ich diesmal fragen, Niklas, um dieses Stigma so ein bisschen wegzubekommen, weil wir haben ja schon festgestellt, der Kader ist gut, die Fans sind gut, man hängt ein bisschen in diesem Stadion. Hast du irgendwelche Vorschläge Hertha 2020? Was ist das Stigma, ist jetzt mal die Frage. So ein bisschen das graue Maus-Ding, oder? Ja, das keine Ahnung, so, wir wollen jetzt nicht dich... ja, aber ich glaube, da sind wir schon, muss man schon sagen, so ein Tick. Man kommt weg. So ein Tick, man kommt zu langsam weg davon. Also das auf jeden Fall. Ich glaube, der einfachste Weg daraus ist sportlicher Erfolg. Das wird, glaube ich, jeder unterschreiben. In dem Moment, wo du plötzlich mal eine Saison auf Platz 5 abschließt und mit ein paar tausend Jungs im Rücken nach Marseille fahren kannst, Frankfurt weiß ja selbst am besten. Ja. Dann. Der Hype, der sich dann entfalten kann, der kommt dann fast von alleine, glaube ich. Also, ich glaube, eine Saison, wo man nochmal über Erwartungen performt. Und dann muss man das so ein bisschen mittragen, solange es geht. Dann braucht man Leute, die halt kompetent sind, die gute Entscheidungen treffen. Die, würde ich sagen, gefühlt sind da. Ja. Und das glaube ich nämlich auch. Ich glaube, das wirst du vielleicht besser bewerten können. Ja. Ich habe das Gefühl bei der Hertha, dass, sag mal, dass man in der Vergangenheit nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen hat, personell. Aber seit Jahren macht man viel richtig. Man vertraut mit Preetz, einem guten Mann, bin ich absolut überzeugt von. Man holt die Trainer aus, die man kennt, die den Verein kennen, die Stadt kennen. Man baut um junge Spieler auf. Hertha zum ersten Mal seit 10 Jahren, dass man sagen kann, das ist ein aufregender junger Kader. Hast du das Gefühl, dass du warst früher nicht da, aber dass der Verein einfach inzwischen so gut geführt wird und in die richtige Richtung sich entwickelt einfach? Ja. Finde ich schon. Ich finde schon, dass sich das Image von Hertha deutlich verändert hat. Also von einfach, wenn man auch auf junge Spieler baut. Ich glaube, es ist eine Adresse geworden, wo man gemerkt hat, war damals auch ein Punkt für mich, wo ich gesagt habe, okay, baut man wirklich auf junge Spieler? Und da waren halt mit Mitch und mit Niklas Stark einfach auch Jungs da, wo ich gesehen habe, okay, das ist wirklich so. Also es wird nicht nur erzählt, sondern man baut auf diese Jungs. Das ist der Plan für die Zukunft. Und ich glaube, dass schon so ist, dass Hertha einfach eine interessantere Adresse geworden ist, einfach auch mit den Jahren. Europa wäre schon geil mit Hertha, oder? Ich habe ja schon einmal mit Hertha Europa da gespielt. Das war schon geil auf jeden Fall. 100%. Ja. So in Bilbao auf jeden Fall. Da muss man dazu sagen, im Nachhinein, ihr hattet Pech mit der Auslosung ein bisschen, weil Bilbao natürlich geil dort. Aber es war Bilbao, dann war es Brøndby.
Nee, nicht Brøndby, nee, aber irgendwas noch aus Brøndby war die Qualifikation davor. Ah, okay. Wir hatten ja. Luhansk, hatten ja. Das war eklig. Und noch eine andere Mannschaft. Und das ist nämlich so ein bisschen das Problem, weil du willst natürlich am besten Reiseziele haben, wo viele Fans hingehen können. Beide schon mal nicht so einfach. Ja, Und Luhansk ist natürlich... Schwierig. So. Wie viele Leute waren da in Luhansk? Waren schon einige da, aber es ist natürlich schwierig, war in der Ukraine irgendwo. Ja, Spaß macht das nicht. Das war auch letztes Jahr für mich eine der Fahrten, die ich mit Eintracht ausgelassen habe, Donetsk. Ich sage, ja, tut mir leid. Yeah, nach Moskau fliegen, 18 Stunden Zug oder sowas. Ich sage, ja, tut mir leid, so sehr ich Fußball liebe und den Verein liebe, kann ich jetzt nicht machen. Die Bundesliga ist ja deshalb ein bisschen wild, ein bisschen bunt durchmischt. Ist so eigentlich eine perfekte Saison, um oben reinzustoßen in Europa, oder? Theoretisch wäre es eine Riesenchance auf jeden Fall, aber da muss man erstmal... Punkten, ne? Mhm. Stimmt schon. Aber ich finde es eigentlich gut, dass es ein bisschen enger ist und dass momentan andere Mannschaften so vorne mitmischen. Ist schon gut. Was sagst du denn vorne? Wer kann es denn machen, das Rennen? Ja, das ist jetzt immer schwer zu sagen. Ich glaube... Ich mache jede Woche Prognose. Also ja? Jede Woche was anderes, Mann. Am Anfang habe ich gesagt, Dortmund wird Bayern enteilen dieses Jahr. Dann macht Dortmund einen kompletten Katastrophenstart in die Saison. Ich versuche mich damit in die Winterpause zu retten, dass ich sage, Gladbach wird Herbstmeister, danach wird neu gelost. Ich finde auf jeden Fall, dass Gladbach ein sehr, sehr gutes Beispiel dieses Jahr. Ich finde, dass sie eine gute Idee haben, sehr gut umsetzen, haben gute Jungs geholt. Aber ich kenne halt auch die Bayern, immer wenn es drauf ankommt, sind sie da. Und deswegen ist es, glaube ich, immer einfach auch mutig, da dagegen was zu sagen. Macht's, wenn du auf dem Kalender schaust und siehst, Samstag spielen wir Bayern, hat man da Bock drauf? Auf jeden Fall. Wirklich? Ja, natürlich, ist cool. Ich könnte mir vorstellen, dass man. Ich hätte mir nämlich gedacht, dass man wirklich irgendwann an einen Punkt ankommt und sagt, ey, die schon wieder. Nein, aber also wir sind mit Hertha so. Ach, stimmt ja. Sind wir eigentlich immer ganz gut dabei. Bayern-Schreck sogar eigentlich, ne? Ja, Bayern-Schreck ist immer ein bisschen so, muss man vorsichtig sein, aber wir haben auf jeden Fall immer gut abgeschlossen. Ich glaube, es macht eigentlich immer Spaß dort oder wenn sie zu uns kommen, dann ist das Ding immer voll. Ist auch cool, deswegen. Ihr hattet ja jetzt in dieser Saison bis jetzt, es ist echt ein bisschen eine seltsame Saison. Ihr habt schwierig gestartet. Dann richtig marschiert, 3 Siege in Folge und man hat auch das Gefühl, okay, fußballerisch plötzlich so, da geht es richtig in die richtige Richtung. Dann schwieriges Programm, schwierige Spiele gehabt. Man hat so das Gefühl bei der Hertha, es fehlt einmal der Funken, eine Zündung und dann könnte diese Mannschaft ein bisschen marschieren, oder nicht? 100%. Also ich glaube, die Qualität ist da. Es geht einfach darum, dass wir Konstanz reinbringen und kontinuierlich punkten und das einfach auf den Platz bringen, was wir auf den Platz bringen können. Aber Fußball ist halt einfach so. Manchmal gibt es gute Phasen, manchmal schlechte Phasen. Manchmal klappt alles auf dem Platz, manchmal klappt gar nichts. Das ist individuell und als Team so. Deswegen und müssen uns jetzt einfach dauerhaft wieder rauskämpfen. Das haben wir schon mal in dieser Saison geschafft. Aber es wartet jetzt ein ekliges Spiel in Augsburg. Deswegen müssen wir wach sein. Spielt man gerne in Augsburg? Nein. Ja, das habe ich in der letzten Folge gesagt. Augsburg sehr, ist sehr unangenehm. Sehr, sehr unangenehm. Ich habe dort auch Freunde mit Julian Schieber und Randy Khedira. Ist schon sehr eklig da, muss man sagen. Sind da was ist einfach die Kombination aus allen? Ich weiß nicht, unangenehme Mannschaft zu spielen, vor allem auch dort, fährt man auf jeden Fall nicht gerne hin. Ich glaube, das ist ein Kompliment. Besten noch so im Dezember oder sowas. Oder ja, so. Schön kalt, Regen. Ich unangenehm. Auch aus Fansicht, wenn die Eintracht gegen Augsburg spielt, ich habe gar keinen Bock auf die Spiele. Ich weiß ganz genau, was passiert. Ist das Team unangenehm. Man ist 75 Minuten lang besser, dann murmelt irgendwie einer rein, liegst 1-0 hinten, rennst noch 15 Minuten an, Feierabend. Ja. Danke sehr, 3 Punkte bleiben zu Hause. Unangenehm, unangenehm. Also man hat schon bei anderen verschiedenen Mannschaften auch ein anderes Gefühl, wenn man da hinfährt und weiß, jetzt kommt Mainz, jetzt ist Augsburg. Also schon so. Kommt immer darauf an, man hat ja mit jeder Mannschaft, wo man dann spielt, immer einen Gegner, wo es besser läuft, einen Gegner, wo es schlechter läuft. Aber zum Beispiel Augsburg ist schon, wenn man dort hinfährt, ist eigentlich immer unangenehm. Obwohl ich eigentlich gute Erinnerungen habe. Ich habe dort mein erstes Bundesliga-Tor gemacht. Oh. Das ist ganz cool gewesen. Aber ansonsten, aber wir haben das Spiel damals auch wieder auch verloren. Also mal schauen. Aber wir sind gut vorbereitet, haben das letzte Spiel da gewonnen. Ja. Das ist ganz gut. Aber wir wissen, das wollen wir nicht unterschätzen, das Ding. Jetzt werden wir gleich rauskehren, falls Niklas sich noch eine Frage hat. Ich würde nur sagen, ich würde bei Bayern genauso denken wie du. Ja. Und neben dem fehlenden Talent, glaube ich, ist das einer der Gründe, warum wir hier sitzen und nicht darüber reden und nicht. Ja. Könnte schon sein. David, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst. Sehr gerne. Danke, dass du da sein durfte. Es war ein Fest, hat wirklich viel Spaß gemacht. Diese Schuhe könnt ihr bei uns gewinnen. Unterschrieben und dafür einfach einmal hier unten auf den Link klicken. Jetzt kommt ein ganz kurzer Schnitt und dann sitzen Niklas und ich hier nur noch zu zweit. Vielen Dank. Perfekt, sehr gerne. Ciao. Da sind wir wieder. Weggezaubert. Zu zweit. Der Schuh ist immer noch da. Geiler Typ, ehrlich gesagt. Super cool, echt mega entspannt. Also das war sehr, sehr nice. Ja, man kann ja ganz offen sagen, dass man, wenn man Fußballspieler trifft, man vorher nie richtig weiß, was man bekommt. Benny Kulow hat ja das Sprichwort, Fußballspieler sind die langweiligsten Menschen der Welt. Und manchmal trifft das zu. Und manchmal eben auch gar nicht. Und man hat ja auch gemerkt, so ein paar Themen werden ein bisschen umschifft.
verständlicherweise, er will sich ja selbst keinen Nachteil, er will sich ja nicht irgendwie... Nee, aber ich fand, er hat super gerade raus eigentlich gesprochen dafür und echt einfach ein angenehmes Gespräch, als ob man mit jemandem so beiläufig irgendwo spricht an der Bartheke oder so. Also deswegen, das hat man auch nicht immer, man weiß nie, wie man kriegt. Manchmal haben wir so Gespräche, wo man denkt, wie komme ich jetzt durch? Ja. Und das war gar nicht so, es hat sich echt super flüssig angefühlt, also echt schön. Weißt du, was mein Problem immer ist? Wenn ich einen Spieler von einem Verein treffe und dann ist er sehr sympathisch, dann sympathisiere ich danach mit dem Verein. Und, und wir haben ja eigentlich Flo dafür, mit der Hertha zu sympathisieren. Das heißt, eigentlich muss ich einen Gegenpol bilden. Das heißt, ich muss jetzt wieder runterkommen. Ich muss mich ein bisschen beruhigen. Wir wollen noch über zwei Themen reden. Mhm. Wir wollen eine Jahresbilanz DFB machen. Die machen wir ohne Benny, weil Benny ist zu negativ. Wir ja überhaupt nicht, bekanntlich. Und wir wollen noch über Uli Hoeneß reden. Was bleibt? Also, du sagst an, was nehmen wir als erstes? Komm, das Beste kommt zum Schluss. Also erst DFB. Und Uli Hoeneß ist das Beste. Ja, natürlich ist das Beste. Also der DFB, Jahresbilanz, klar war Überschrift Umbruch. Mhm. Was machen wir damit? Gelungen? Es ist mir zu wenig Härtetest, um sagen zu können, gelungen oder nicht. Da ist zu wenig passiert. Bis auf die Niederlande war die Quali-Gruppe, wie halt Quali-Gruppen so sind. Also so eine Hürde musst du halt einfach nehmen. Die haben auch die anderen Top-Teams alle entspannt genommen. Ja. Deswegen ist es so wenig passiert, wo ich sagen würde, da ist die Mannschaft auf Herz und Nieren geprüft worden, dass ich jetzt sagen könnte, boah, die sind fit für eine Europameisterschaft. Und in den Spielen, wo sie geprüft worden sind, sah man eben nicht komplett überzeugend aus, fand ich. Nee, auf jeden Fall nicht. Also die Spiele gegen Holland waren beide gut. Da hat man gezeigt, ey, wir können das mitgehen. Wir haben auch so von der Mentalität her das Zeug, um so Spiele bestreiten zu können. Aber das ist alles noch so wenig, wenn man halt irgendwas prüfen will, muss man ja Stichproben machen und wieder und wieder und wieder und wieder und das ist einfach noch nicht passiert. Ich glaube, da müssen noch ganz andere Mannschaften kommen und da werden wir auch noch ganz andere Gegner sehen, ja, speziell nächsten Sommer und dann zeigt sich das erst. Also so eine Grundskepsis bleibt bei mir auf jeden Fall. Was ist denn als größte Baustelle innerhalb der Mannschaft, positionsmäßig oder taktisch? Wo sind die größten Verbesserungspotenziale? Also die größte Baustelle ist für mich immer noch die deutsche Abwehr. Mhm. Und da sagen wir auch nichts Neues. Wenn man auf die Innenverteidigung schaut, dann traue ich aktuell in der Form, der ist, eine Matze Ginter zu Stamm zu spielen, das auch gut zu machen und auch im Zweifelsfall... Muss ja auch inzwischen fast, gibt ja nicht viele andere. Abwehrchef zu sein, ja. Aber ich glaube persönlich nicht daran, dass wir einen fitten Niklas Süle nächsten Sommer sehen. Also ich wünsche es ihm sehr, aber ich glaube nicht, dass es passieren wird. Das ist auch gerade bei so einem Spielertyp, der trotz seiner Größe relativ schnell ist und sowas, der kommt nicht einfach zurück und ist wieder da. Ne? Also es ist ja auch so, dass wenn man dasselbe Ding zusammenreißt, dass das dann der Heilungsprozess dauert länger. Also ich glaube, es ist schön, wenn er es versucht und man muss auch, glaube ich, jetzt vom Mindset so rangehen, als würde er es schaffen. Klar. Aber ich glaube persönlich nicht daran. Und dann wiederum wäre es natürlich saugefährlich, wenn er nicht bei 100% ist und er dann einsteigt. Weil, ey, stell dir vor, Niklas, wir wollen nur die Idee, der tut sich wieder was an dem Knie, weil er bei der EM zu früh dabei ist. Das wäre der absolute Super-GAU. Deswegen, also. Es lohnt sich für keinen auch. Nee. Also, weil, wenn er auch nicht richtig fit ist, dann kann er auch nicht die Hilfe sein, die er halt wäre, wenn er voll bei Gesundheit wäre. Deswegen, ich glaube. Also ich sage Folgendes, wir werden nicht Europameister nächstes Jahr, wenn Mats Hummels nicht dabei ist. Ist er denn dabei? Nein. Wird nicht passieren, ne? Nein, also... Nie im Leben sagt Jogi Löw, komm, Tür ist wieder auf. Ich glaube auch nicht, ich glaube es einfach nicht. Also da müssten wirklich jetzt noch ganz viele andere Dinge passieren, auch personell, damit das noch passiert. Irgendwo muss ich den Hut davor ziehen, dass er so ein... Weil, also Sturheit ist auch eine Form von Stärke manchmal auch so ein bisschen. Irgendwann wird es zur Qualität, ja, vermutlich. Aber ich, normalerweise glaube ich, ihr müsst eigentlich sagen, so spätestens im Januar, Februar, ja, hier, wir nehmen ihn mal mit, symbolisch zu einem Freundschaftsspiel. Und dann, ich glaube auch, es wird ja auch keiner ihm einen Strick draus drehen. Ich glaube, die meisten würden eher sagen... Jürgen Löw ist inzwischen doch so dafür bekannt, dass er so ein Sturkopf ist, dass alle sagen würden, ey, Jürgi, Gratulation, mal... Du hast dich auch weiterentwickelt. Ja, genau, aber ich... Also, das ist nämlich die Folgefrage. Unter Jürgen Löw macht Mats Hummels kein Länderspiel mehr? Ich glaube nicht. Macht Mats Hummels noch mal ein Länderspiel in seinem Leben? Hoffentlich. Aha, Freunde. Das würde dann eventuell einen neuen Trainer bedeuten im Sommer 2020. Weil viele Jahre länger hat ja auch Mats Hummels dann irgendwann nicht mehr in seiner Karriere. Also Mats Hummels hat für mich maximal noch die WM 2022 im Tank. Und die ist dann aber auch schon mit so ein bisschen Winken vom Bord gehen. Das auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn man ihn nochmal auf seinem Zenit erwischen möchte, dann muss man ihn eigentlich 2020 bringen. Also. Nächster Punkt. Ist der Gnabry ein Weltklasse-Spieler? Das ist ein großes Wort.
Er ist es wahrscheinlich noch nicht immer, aber er ist es mittlerweile nicht mehr an einigen Tagen, sondern an vielen Tagen. Ja. Und das ist, glaube ich, die richtige Entwicklung für jemanden, der das Niveau konstant erreichen will, was ja im Endeffekt niemand tut. Selbst Weltklasse-Spieler spielen an manchen Tagen nicht wie Weltklasse-Spieler. Aber Serge Gnabry ist der deutsche Spieler, der dieses Jahr wahrscheinlich den größten Sprung gemacht hat. Ja. Und wo man vielleicht noch gesagt hätte von einem Jahr, unsere Hoffnungsträger heißen so Reus und vielleicht sogar auch Havertz, würde ich sagen. Und sehr Hoffnungsträger heißt allen voran aktuell Serge Gnabry. Serge Gnabry ist der wichtigste Spieler der deutschen Nationalmannschaft inzwischen. Ja. Ne? Jetzt spielt es vorne im Zentrum plötzlich. Und ich finde es natürlich überragend. Ich meine, das, ich finde, der Typ ist halt einfach cool. Aber das würde ich nämlich auch sagen. Das ist vermutlich der größte Gewinner des Jahres 2019 in der deutschen Nationalmannschaft, ja, oder? Kann man, glaube ich, so und sagen. In München wahrscheinlich auch. Also der hat es richtig ausgenutzt, dass es überall ein bisschen umgebaut werden muss. Herr Schnapp hat gesagt, Freunde, wenn ihr umbauen wollt, ich bin Bob, der Baumeister. Der hat ein nice Silvester vor sich, glaube ich. Ich glaube auch. Der guckt da zurück genüsslich. Ja, und sagt, das war doch in Ordnung. Ah, okay. Hattrick für die Nationalmannschaft, 4 Tore gegen Tottenham, das passt schon. Ist Lukas Klostermann gesetzt in der deutschen Nationalmannschaft jetzt? Es sieht fast so aus, oder? Ja, Klostermann, Schulz, oder was machen wir auf den beiden Wingback-Positionen? Halstenberg ist für links auch noch ein Kandidat. Kommt darauf an, wie die Saison jetzt unter Nagelsmann noch weiterläuft. Ich finde ihn an sich gut, aber er ist mir fast zu wuchtig, also körperlich zu groß und zu schwer für einen dynamischen, schnellen Außenverteidiger. Und deswegen würde ich persönlich zu Schulz tendieren. Aber Schulz hat leider noch nicht weder in Dortmund noch zuletzt im Nationalteam das gespielt, was man von ihm als Hoffenheim kennt. Ja. Deswegen schwierig. Klostermann ist halt mangels Alternativen. Ne? Also Kimmich ist da mittlerweile klar, dass das im Mittelfeld... Und es ist auch für mich die richtige Entscheidung, ehrlich gesagt. Finde ich auch. Würde ich auch sagen, das ist richtig. Und deswegen Klostermann, glaube ich, ja. Links entweder Halstenberg oder Schulz. Ja. Es ist... Also ich glaube schon, dass Schulz die Nase vorne hat, auf jeden Fall. Würde ich dann jetzt behaupten. Aber was du gesagt hast mit Halstenberg, trifft es ganz gut. Und der hat ja auch gegen die Niederlande in einem Spiel von Anfang an gespielt. Und da fand ich nämlich, dass genau das aufgefallen ist. Dass er nämlich, um dann wirklich Top-Flügelspieler zu verteidigen, da ist er manchmal nicht beweglich genug, da ist er nicht... Ja. Das hat für mich so ein bisschen so Höwe des 2014-Vibes, wo ich mir vorstellen kann, dass es reicht, um hinten solide zu stehen. Ja. Aber dann brauchst du halt auch die Jungs... Ab der Mittellinie muss jemand übernehmen. ...die das vorne auch lösen. Ja. Und ich finde, der Fußball hat sich auch in 4 Jahren auch verändert. Man sieht das mal bei Liverpool, würde ich sagen. Mittlerweile sind Robertson und Trent Alexander-Arnold für mich fast die wichtigsten Spieler bei Liverpool. Ja. Und entsprechend ist der Außenverteidiger so viel mehr wert geworden mittlerweile, dass ich glaube, man kann sich da nicht erlauben, fast jemanden zu haben, der rein defensiv, nicht rein defensiv, aber der nicht offensiv das mitbringt, was vielleicht ein Schulz mitbringen konnte. Sehe ich relativ ähnlich. Ich sehe gerade, dass wir eigentlich schon zeitlich über dem Limit sind. Wir haben noch nicht mal alle Punkte abgehandelt, aber wir sind schon fast am Ende. Deswegen noch eine schnelle Frage. Was müsste denn 2020 passieren, außer Mats Hummels immer Deutschland eine Chance hat? Auf den Titel. Also das ist ja kein WLAN im Hotel. Keine Shisha im Hotel. Keine Shisha im Hotel. Nee, aber das muss eine Mannschaft sein, die jetzt reif genug ist. Das glaube ich, also neben Mats Hummels ist wichtig, dass die Mannschaft versteht, was das für ein Privileg und was das für eine Chance ist. Weil egal wie jetzt Mario Götzes Karriere noch weiter läuft, und die läuft ja, war jetzt nochmal gut letztes Jahr, aber läuft sicherlich nicht so, wie er sich erträumt hätte. Das ist ein Moment, der mit Mario Götze ewig verbunden bleiben wird, dieses WM-Finale. Und diese Chance hast du mit jedem von so einem Turnier. Und ich finde, da muss ein Spieler auch, egal ob die Saison lang war, in der Lage sein zu sagen, das sind jetzt 4 Wochen, die kommen so nicht wieder, die sind einmalig in so einer Karriere. Und da muss alles hinten angestellt werden. Und das sind Reife, die man haben muss, um das zu tun. Die war bei der WM augenscheinlich nicht da. Und das wird, glaube ich, die große Prüfung für die Mannschaft, ob die das jetzt kann. Okay. Dann, Niklas, vielen Dank, dass du dabei warst. Immer gerne, ich freue mich immer. Wir werden dich häufiger dabei haben in der Zukunft, hoffentlich. Jetzt gilt für euch erstmal natürlich in die Kommentare schreiben, wie hat euch das Interview gefallen, wie hat euch alles andere gefallen, alles wie immer. Und ja, das war es eigentlich auch schon, denn alles Weitere habe ich euch schon in der Anmoderation erzählt, was ich euch eigentlich jetzt erzählen würde. So, jetzt wisst ihr nicht, was ich meine, aber dann nochmal zurückspulen, erste Minute, dann seht ihr es.